Solar verliebter Lecker der absoluten Kult-Koch-Sendung Samstagnachmittag. Mitten im August, was soll ich sagen, Wetter ist ein Träumchen, die Stimmung ist spitzenmäßig. Und ich koche heute, weil meine Mutter hat immer gesagt, du bist mir ein Zigeuner. Zigeuner-Buletten mit einem wunderbaren Nüdelchen in einem Pesto. Und es gibt gebackene Birnen mit einem Rotweinschäumchen. Ja, obwohl ich habe die Befürchtung, wie soll ich sagen, mein Zwillingsbruder, mein Adoptivkind, das Kräuterbündchen der Köche, wird wahrscheinlich wieder versuchen, mich auszustechen. Johann, bist du da? Ich bin da. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie auch heute Nachmittag wieder bei uns zu Gast sind. Hier bei Larve Lichter Lecker. An meiner Seite gibt es hier eine leckere Vorspeise, und zwar eine Gazpacho mit Kaisergranat. Sie werden nachher genau sehen, was ich damit meine. Und es gibt dann noch einen wunderschönen Ludemer, also ein Wolfsbarsch, im Ofen gegart. Und dazu gibt es eine grüne Pfeffersoße und geschmorten Fenkel mit Orangen. Wer möchte das nicht essen, oder? So, und da wir natürlich jetzt heute auch tolle Gäste haben, ich freue mich sehr drauf, möchte ich aber zunächst mal die Gäste gleich reinholen und zuerst den Horst begrüßen. Lieber Horst, nein, Johann, du hier! Ach. So. Ah. Lieber Horst. Johann, eins muss ich dir ja sagen. Ja. Voriges Jahr um die Jahreszeit warst du wesentlich brauner. Bist du jetzt momentan diesen ganzen Sommer nur in der Küche? Du siehst so blass aus. Ich hatte noch keine Zeit, in diesem Sommer Urlaub zu machen. Das ist sehr, sehr schade, sehr schade. Das sehr kann schade. Man nichts machen. Ja, ich war schon dreimal weg. Ja? Ja, ja. Dreimal, ein Tag oder was? Mama hat mich nie reingelassen, ich bin ständig zurückgekommen. Ach so, okay. Du aber, Johann, jetzt mal ganz ohne Blödsinn. Du hast ja gehört, ich mache Zigeunerbuletten. Was ist das? Oh, du wirst es nachher erleben, du wirst begeistert sein. Wenn du sie isst, schwöre ich dir, dann merkst du die Weite der Steppe von Hamburg. Aber mein Gast heute... Ah, ich freue mich drauf. Ja. Also mein Gast hat häufiger vor der Kamera gestanden und sensationelle Talkshows gemacht. Also ganz ehrlich, ich bin so, ich wollte immer mal hin, aber ich durfte nie, jetzt habe ich sie hier. Ich hätte ein Thema für dich, wenn du hingehst. Welches? Wie? Mein Kollege mobbt mich. Also sie ist nicht nur eine der besten Moderatorinnen. Das wollte ich jetzt nicht sagen, nee, das kann ich nicht sagen. Nein. Ja gut, nein. Dann mach weiter. Hast du auch einen Gast? Was macht man gegen Schweißfüße? Ich werde gemobbt, das neue Thema in der Küche. Meine Damen und Herren, mein Gast kommt heute zum dritten Mal. Und ich muss dir sagen, er kommt das zweite Mal zu mir. Was sagst du denn dazu? Tja, wenn er gezwungen wird. Meine Damen und Herren. Dein toller Schauspieler übrigens. Britt Hagedorn. Und hier ist Patrick Fichte. Toll, toll, toll. Ja, was soll das? Ja. Was macht man gegen Schweißfüße? Das habe ich nicht in der Sendung, solche Themen. Hast du nicht in der... Nee, ne? Nee, also wirklich. Ja, aber Britt, du hast jetzt so viele Sendungen gemacht, aber du bist, glaube ich, erstmal Kochsendung, ne? Nee, ich habe tatsächlich auch schon mal Kochsendungen. Ich habe sogar mal eine moderiert. Irgendwann. Nein. Vor 16 Jahren oder so. Es war interessant. Das heißt, als Kind hast du schon moderiert. Ach, du bist so süß. nee, aber das war so, als ich mit Fernsehen anfing im Regionalen, da habe ich wirklich alles Mögliche gemacht. Und unter anderem irgendwie so ein Kochkrams. Und ich habe ja wirklich wenig Ahnung. Kochkrams. Verzeihung. Kochkrams. Ich wollte nicht despektierlich klingen. Ich wollte nur sagen, ich hatte zumindest vom Kochen keine Ahnung. Das hat sich ja in den 16 Jahren jetzt nicht maßgeblich geändert. Und ich wusste eigentlich auch nicht, was ich fragen sollte. Also hatte ich mal gelernt, immer die gleiche Frage zu stellen, dass man also... Wie war das? Gewürze nicht schneiden darf, die ätherischen Öle setzen sich frei. Ich glaube, diese Frage... Gut, das war ein bisschen falsch zusammengesetzt, aber vollkommen egal. Vollkommen. So. Hauptsache, du bist da. Habe ich 10 Mal in 10 Sendungen gefragt. Sag mal, ich habe dir schon mal für dein Dessert, du wirst ja gebackene Birnen mit einem Rotweinschaum machen. Mm. Da freue ich mich sehr drauf. Vor allen Dingen, weil du ja so eine geniale Köchin geworden bist. Ja. Ne? Übrigens, das ist der Herd. Auch. Das ist der Herd. Mhm. Gut, dass du sagst, danke. Ja. Nur falls da nachher was schief läuft. Ich sehe hier auch schon Pflaster stehen. Ja. Hast du die sicherheitshalber da, oder was? Also wenn ich ganz ehrlich... Ja, wenn ich ehrlich bin, nee, ich habe...
Also ich bin nicht nur am Herd mäßig, ich bin auch im Umgang mit den Schneidegeräten mäßig. Also vielleicht darf ich das mal zeigen, könnt ihr das mal aufs Klo? Gestern beim Brotschneiden. Ich kann das auch noch top. Du wirklich, das war fies, es hat überall so richtig so große... Man sieht's. Guck doch mal. Da kannst du ja eine ganze Folge Tatort von machen. Ja. Du, ich hab mir auch mal, ich bin da echt so ein bisschen tüdelig. Ich habe mir auch tatsächlich irgendwann mal ungefähr ein Messer in der Breite, aber in der Länge und mit Metallgriff direkt beim Geschirrspüler ausräumen in den Fuß fallen lassen. Das war auch sehr schön. Es steckte, und jetzt ist kein Witz, es steckte so in meinem Holzboden. Man merkt, dass sie Talkshows macht, ne? Und mein Fuß war dazwischen. Nein, das meine ich, euer heiliges Messer hier, ne? Würde ich nicht tun. Ja, komm mal her mit dem Fingerchen. So, komm her, jetzt mache ich dir da mal ein Pflaster drauf. Das ist schon dramatisch, aber wir wollen natürlich kochen. Ich habe dir schon mal den Zucker in den Topf getan. Den lässt du jetzt karamellisieren. Das ist ganz schön. Löschst ihn dann nachher mit Rotwein ab, eine Zimtstange dazu, zwei Nelken und das Mark einer Vanilleschote. Das ist ein Traum. Dann wirst du die Eier trennen. Alles auf einmal, muss man das merken, ja? Okay. Ja, und danach schneidest du die Birnen und wirst sie panieren. Ausbacken, wirst den Schaum aufschlagen, heiß und kalt, und dann wird's lecker. Toi, toi, toi. So. So. Oh mein Gott. An unserer Seite haben wir hier zunächst mal, Patrick wird sich dafür verantwortlich fühlen, für die Gazpacho, also diese spanische kalte Gemüsesuppe. Jawohl. Mit den Kaisergranat, dann nachher die mariniert und gebraten werden. Und ich habe hier zwei schöne Fische, und zwar zwei wunderbare, ja, Branzino auf Italien oder Italienisch. Das ist hier Ludemer auf Französisch und Wolfspass auf Deutsch. Guck mal hier, zwei schöne Fische, jawohl. Guck mal hier. Die werden jetzt erstmal. Johann, eine Frage. Welcher ist der Deutsche, welcher ist der Französische? Kann man das irgendwie erkennen? Nee. Frag mal. Frag ihn doch mal. Doch, ich weiß, welcher welcher ist. Ja. Guck mal, der Franzose hat einen wesentlich breiteren Schwanz hier hinten. Siehst du das? Ja. Wir machen jetzt Zitronendymian rein in den Bauch. Oh. Dann habe ich hier so ein Blech mit Gemüse. Und zwar Lauch, Sellerie und Knoblauch. Guck mal, die legen wir jetzt hier drauf, die Fische. Und dann tun wir da noch ein paar Zitronen dazu und schieben dann den Fisch, so wie er ist, in den Backofen. Ja, erstmal nichts, kein Salz, kein Pfeffer drauf machen, weil wir nachher die Haut abziehen und dann erst später tun wir den Fisch mit Zitronen und Salz und Pfeffer würzen. Mhm. Ja? Also Zitronen müssen wir noch ein paar drauf machen für die Scheiben. Das ist aber ein schönes Rezept, Johann. Einfach füllen, drauf, Backofen vergessen. Vergessen darfst du den Fisch nicht, der muss schön saftig bleiben. Wie machst du das denn? Guckst du ab und zu nach? Ja, genau. Oder hast du da dem Gefühl? Stehe ich mit so einem Stäbchen rein dann und schau, wie weit der ist dann. Gell? Hier, so schön rein damit. Guck mal hier. Mit welchem Stäbchen stichst du so denn da rein? Holzstäbchen und fühl dann, ob da vorne der warm, ob das Stäbchen warm ist. Ja, zeige ich dann her später. Das Stäbchen warm wird. So, rein damit. So, guck mal, 100, wir nehmen jetzt mit mehr Temperatur. Da macht Johann übrigens häufiger Grad. Mit. Was denn? Fühlen, ob das Stäbchen warm ist. Vielleicht sollte ich ihn lieber in meine Sendung einladen. Den Johann? Ja. Würde ich, das lohnt sich. Der hat richtig was zu erzählen. Ne, Johann? Ja. Vor allem, wenn es um dich geht. So. Patrick schneidet jetzt Gemüse. Ja, erzähl mal, was du alles schneiden musst. Ich schneide im Volltempo hier, weil neben dir muss man sich auch ein bisschen Mühe geben. Ja. Ich schneide rote. Oder was? Na doch, natürlich. Also aber mir wurde übrigens gesagt, ich hätte das etwas leichtere losgezogen, weil ich auf dieser Seite kochen dürfte. Du musst viel mehr leisten als ich. Ja, also es ist zumindest immer sehr viel Schneidearbeit und es muss auch relativ korrekt aussehen dann letzten Endes, denke ich mal. Was sagst du so aus dem Feindeslager? Patrick, du weißt ja, dass du dich gerade am Abgrund bewegst. Du musst gleich einen riesigen Anschiss kriegen. Das kann passieren, eben. Deswegen sage ich ja, ich gebe mir Du machst hier. Zwei Fehler parallel. Nämlich? Zum einen nimmt man ein großes Messer. Da kann ich nicht. Da bin ich genau, also das Was aber noch nicht. Viel schlimmer ist, gerade bei Johann, du hast sie vergessen zu schälen. Nein, das habe ich extra vorher gefragt. Das soll dranbleiben. Ach, schälen wir jetzt nicht nein. mehr? Halt, nein. Jetzt Widerspruch aller Ehren, meine Herren, meine Damen. Oh, ich habe dir gesagt, du sollst den schälen. Nein, ja. Die Paprika. Schäl jetzt mit die Würfel einzeln. So. Nein, wirklich jetzt. Die musst du schälen. Die musst du schälen. Die kannst nicht essen, die Paprika-Haut. Du hast doch gesagt, nur die weiße Haut drin. Rühren, ja? Ja, außen. Guck mal, er hat schon außen. Anschiss.
Ja, Eckes. Ja, das wusste ich nicht. Da muss ich zwei neue machen. Nee, ist egal. Also die lassen wir so zum nächsten. Aber hier, das muss ich schälen. So. Guck mal, so. Jetzt, das ist besser. Ich kann es nicht essen, die Schale. So, schön abschälen. So. Ja, aber jetzt wird das ja nichts. Ich kann auch das, die beiden anderen schneller machen. Das geht schon. Ja? Das merkt ja keiner. So, jetzt hier. Schön, ja. Erster Fehler. Ich mach weiter. Schön klein schneiden. Die nehmen wir zum Mixen. Die sieht dann keiner mehr. Ja, und die Patrick, weil die Schale kann man nicht essen. Die ist unessbar. Die ist nicht verdaubar. Essen kannst du die. Ja, Paprika ist eh nicht mehr. Ich kenne mich damit nicht aus, weil das ist wirklich das einzige Gemüse, das ich nicht esse. Nimm mal so eine Haut hier. Zieh mal da dran. Die hier ist nicht, guck mal, das kannst du nicht auseinanderreißen. Da kann man sich ein paar schöne Schuhe von machen lassen. Ja, wirklich, die ist total fest. Ja, stimmt. Und die ist nicht verdaubar. Huch! Lass liegen. Weg ist sie. Also, wenn du damit nachher auf der Villeroy-Boch-Ausstellung ankommst, schwöre ich dir, du, da kriegst du die Haut komplett wieder zusammengesetzt. Ne? So. So, wir machen jetzt als nächstes dazu, und zwar Fenchelgemüse, geschmorten Fenchel. Dazu wird erstmal in Olivenöl etwas brauner Zucker und Fenchelsamen karamellisiert. Und dann kommt der Fenchel dazu in grobe Stücke geschnitten. Thema karamellisieren. Ich bin ganz glücklich, Britt hat hervorragend karamellisiert. Es geht. Ich bin schon im Stress, wenn ich ehrlich bin. Ja, hat sie es gemacht. Ja, aber wirklich toll. Also sie hat richtig schönes Karamell gemacht. Oh, danke. Ja. Wofür? Hat genau das ist richtig ein Mitleidsapplaus, glaube ich. Ja, genau richtig mit Rotwein abgelöscht. Ganz gut. Jetzt die zwei Nelken dazu getan, ne? Die so, jetzt mal, ich traue mich nur nicht, es alleine hier stehen zu lassen, weil ich würde jetzt gerne mal die Eier spalten, ehrlich gesagt. Nee, kannst du ruhig stehen, da passiert nichts. Was? Er hat gesagt, ich soll das tun. Eier spalten, war das nicht so? Du sollst keine Eier spalten, du sollst sie trennen. Ach so. Na gut, dann fange ich mal an. Darf ich meine Hände mal waschen? So, sag mal, Britt, wie lange machst du schon Talkshows und wie viele hast du schon gedreht? Also, Talkshows mache ich seit 11 Jahren und ein paar zerquetschte und gedreht habe ich irgendwas um und bei 1800. Also, 1800 Mal? Ja. Hast du dir angehört? Was für Sorgen? Ja, es ist der Wahnsinn. Vor allem, es ist ja so, ich höre mir dann ja auch während einer Sendung nicht nur einmal die Geschichte an, welche Sorgen oder Freuden da drin stecken, sondern ja mehrere. Ja. Und bevor ich jetzt hier anfange, irgendwas aufzuschlagen, wo tue ich das Eigelb gleich hin? Gibt's auch mal so Talksendungen, wo du so Leute hast mit einem Thema, die sagen, Hilfe, mein Nachbar wohnt neben mir oder so? Ja. Was war denn das Skurrilste, was du jemals erlebt hast? Ich habe einen Vorschlag für das Eigelb. Niemand sieht, da passt gut rein. Guck mal hier. Mobben. Ja, ja, sag ich doch. Er will uns mobben. Das er sollte sich mal lieber um seine Paprika kümmern. Aber und hier um seine Gurke. Ne? Nochmal, bevor ich dir die Frage beantworte, muss ich einmal wissen, was mache ich jetzt mit dem Eigelb, wenn ich das Eiweiß hier reinlaufen lasse? Das kommt da rein. Dankeschön. Bitte schön. Also Nachbarschaftsstreitigkeiten passieren natürlich relativ häufig. Und man wundert sich, welche Auswüchse und Blüten das manchmal treibt. Ich bin da selbst immer noch erstaunt. Aber am meisten haben wir natürlich so partnerschaftliche Geschichten, über die da geredet wird. So Vaterschaftstests, beliebtes Thema. Soll ich für dich auch mal einen machen oder ist da alles klar? Ich würde auch mal gerne einen haben, weil Johann hat mir da was angehängt. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich von mir sein soll. Erzählen tut ihr ja immer alle viel, ne? Genau. Ja, ja. Ja, ja. Aber ich mache ja nicht nur Talkshow, ich mache ja ehrlich gesagt auch noch ein paar andere Sachen. Aber jetzt, nämlich, was denn? Ja, also wenn du mich schon so zufällig fragst, ich mache Mein Mann kann, ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast, das ist eine sehr schöne Geschichte, freitagsabends, 2015 bei Sat.1. Das ist eine Gameshow, wo prominente Paare Da könnten wir zwei ja mal kommen, Johann. Ja! Oh, großartig übrigens, sehr witzig. Aber einer von beiden muss ein bisschen Sportlichkeit und, ja, wie soll ich sagen, sportlichen Ehrgeiz und Wagemut mitbringen. Der andere zockt mit mir am Pokertisch die Talente. Ja, da sitze ich am Tisch und zocke. Ja. Ja. Weil Johann ist sehr sportlich. Das ist ganz schwerer, gell? Ja, aber du kannst das doch. Die Sendung ist ganz schwerer, das muss ich wirklich sagen. Das sehe ich öfter mal, wenn die dann die Verzweiflung machen, das ist wirklich schwer. Ja, aber auf der anderen Seite. Sind hart, die Prüfungen. Hä? Die Prüfungen sind hart. Oder hart, was? Ganz ja, hart, sehr. Ich wahnsinnig hart. Aber auf der anderen Seite, guck mal hier, mein Johann kann. Das wird auch allein schon ein Titel. Mein Johann kann. Mein Johann kann. Und wenn alle Stricke reißen, nehmen wir ihn einfach für schwer verliebt. Johann. Obwohl Johann hat so schön abgenommen, er ist doch nicht schwer verliebt. Nein. Oh Gott, jetzt habe ich schon wieder den Plan nicht mehr so ganz. Ich habe jetzt die Eier getrennt. Ja. Und was war jetzt noch? Ich hab's so, jetzt vergessen. Wirst du das Ei klar wegtun, die Schalen wegräumen. Ja.
Dann wirst du die zwei Eier in dieser Schüssel kurz im Gäbelchen aufschlagen, die Birnen schälen und schneiden und schon mal panieren. Moment, Moment. Also die... Nicht so viel auf einmal, Horst. Das ist zu viel, ja? Ich mach noch mal langsam. Du wächst dir als erstes die Finger. Gut. Also, darf ich mal kurz den Zuschauern was zeigen? Es gibt ja gute Köche. Es gibt sehr gute Köche. Und es gibt Spitzenköche. Köche, die nicht schälen. Und hier sehen wir einen Spitzenkoch, der kann hervorragend alles perfekt schneiden. Ja, so, auf. Ja. Das muss mal gesagt werden. Schauen wir mal, hier vor Eier. Wo schlagen die auf? In die kleine Schüssel rein, die da drin liegen. Die in der Schüssel, wo sie drin liegen. Da soll ich aufschlagen. Ja, einfach da rein. Und hier sehen Sie den Fenkel, den schmore ich jetzt hier in dem Karamell mit Fenkelsaat. Etwas Olivenöl und, wie gesagt, den braunen Zucker. So, schön rein damit, jetzt langsam wenig Hitze. Das ist, gibt also durch den Zucker einen wunderschönen süßen Geschmack. Das wird so leicht bräunlich dann, das ist also perfekt. Da kommt jetzt dazu Orangenschale. Johann? Ja, bitte. Guck mal, der Patrick Fisch, der hat so ein kleines Messer. Wo andere einen Messerblock haben, hat der ein Nagel-Etui. Süß sieht das aus. Ich koche auch in meinem Badezimmer. Ja, wirklich. Ja gut, du hättest auch ein Gäbelchen nehmen können. Aber ist in Ordnung. Kannst du auch mit dem Schneebesen machen. Ja, ja, ich hatte keine Gabel, tut mir leid. So. Vor allem kocht hier mein Wein gerade. Ach, das soll er reduzieren, das war's. Das soll, der soll einen reduzieren. Muss das so stark kochen oder soll das lieber ein bisschen weniger? Dann reduziert er stärker ein, ja. Wenn es stärker kocht, okay. Der Fenkel, wie schön der Fenkel wird da. Wahnsinnig, das liebe ich. Geschmorter Fenkel. Magst du es, Patrick? Ja, klar. Fenkel, Fenkel ist wirklich was Leckeres. Sehr gesund. Sehr gesund, Fenkel. So, dann machen wir drauf mit Orangensaft später. Und hier mache ich jetzt meine grüne Pfeffersoße. Schalotten anschwitzen, dann geben wir Pfeffer dazu. Grünen Pfeffer, nur ein Teil davon. Wir geben rein etwas weißen Bordwein. Bordwein? Ja, weißen Bordwein. Ah. Dann. Das ist von See. Weißer Bordwein. Fischfond. Fischfond. Und? Man kann auch Brühe nehmen. Weißwein. Guck mal, der Mann hat echt Ahnung. Der nimmt die Kerngehäuse raus bei den Tomaten. Der hat echt Ahnung vom Kochen. Stimmt, ja? Er schält dafür nichts. Ja. Wirklich, das ist schon mal also ich finde, die Brit hat viel mehr Ahnung. Guck mal, wie sie mit einer Birne umgeht. Ja. Eine ganz andere Nummer, Johann. Guck dir das mal an. Aber selbst. Sie versucht gerade daraus eine Figur zu schnitzen. Guck mal. Ja, sie hat sehr lange in Österreich diese kleinen Figuren aus Holz geschnitzt. Ne? Gut, was war in deiner Sendung mal so das Skurrilste, was du jemals erlebt hast? Oh, ehrlich gesagt, ich habe ja jeden Tag Skurrilitäten da drin und deswegen kann ich mich nicht so richtig erinnern. Also ich empfinde viele Dinge auch gar nicht mehr als so skurril, die andere vielleicht so empfinden würden, ehrlich gesagt. Das heißt, mittlerweile bist du so abgehärtet, wenn da einer ankommt und sagt, ich habe Krach mit meinem Schaf und die Schwiegermutter der Schäferhund will auch nicht mehr. Dann sagst du, nee, das ist vollkommen normal oder so. Also. Jetzt habe ich dich doch geschockt. Ich habe unseren Fisch jetzt gerade mal ein bisschen übergossen mit ein bisschen Olivenöl. Der sieht jetzt hier schon mal schön aus, da der gart schön saftig hier. Ah, guck mal hin. Der wird richtig lecker, der wird richtig schön saftig. So. Gut. Und hier kann man kurz mal zeigen, hier schmort der Fenkel. Ich habe den ganzen jetzt mit Orangensaft aufgegossen, den angebratenen Fenkel. Und der muss jetzt schön langsam schmoren, damit er schön saftig wird. Er darf nicht zu heiß sein, sonst natürlich ist der Schmeinkel dann irgendwie verbrannt. Das, was ich schön finde, Johann, bitte, dass du dich mal um Fenchel kümmerst. Weil es gibt ja nicht so, ist ja nicht so ein Volksgemüse. Ja? Es gibt ja sehr viele Menschen, die sagen, Fenchel ist mir zu extrem vom Eigengeschmack her, mag ich nicht. Aber ich glaube, das sind auch all die, die nie richtig leckeren Fenchel probiert haben. Es gab wahnsinnig viele Leute, die wirklich in der Tat früher in der Kindheit durch den Fenkeltee und so so gewisse Albträume haben. Und Fenkel schmeckt einfach gut und ist sehr gesund. Vitamin C, wirklich. Ja? So, guck mal, wie schön dein Rotwein reduziert. Ja, herrlich. Das sieht toll aus. Ich habe übrigens zwischendurch meine Frikadellchen gemacht. Also schönes Hackfleisch halb und halb, so wie man es kennt. Ei rein, Semmelbrösel rein, schön Zwiebelchen, Hack und Knoblauch. Ist ja cool, oder? Ich finde, mit Hack kann man ja eigentlich gar nichts falsch machen. Ich finde es auch lecker. Und man kann Frikadellen schon so braten, dass man sie nachher nicht mehr mag. Ja, das stimmt. Das geht. Aber Hack ist irgendwie gut zum Verarbeiten, finde ich. Genau. Ich mag auch gerne Hack. Lecker. Eine Zehe reicht. Ja, ein Recht. Patrick, du kochst sehr gerne, das sieht man ja. Was kochst du am liebsten?
Naja, um ganz ehrlich zu sein, sind es meistens so Sachen, die nicht so aufwendig sind, wo man nicht so wahnsinnig viel für machen will. Zum Beispiel? Ich stehe auf Gerichte, wo man einfach eine halbe Stunde in der Küche steht und einen Haufen Leute mit verköstigen kann. Also ich... Tiefkühlpizza! Genau. Schönes gefrorene Hühnerfrikassee kann man auch nehmen. Ja, aber du bist doch durch deine Fernsehserie bist du ja wahnsinnig viel unterwegs. Du bist ja im Ausland möglicherweise zwei Drittel des Jahres, oder? Ja, schon viel. Also die eine Reihe, die ich gedreht habe, Kreuzfahrt ins Glück, das waren die meisten Auslandsproduktionen, die drehe ich ja nicht mehr. Ja. Aber nichtsdestotrotz bin ich in der Folgezeit nicht wesentlich weniger im Ausland gewesen für andere Projekte, was aber auch wirklich die tolle Begleiterscheinung meines Berufes ist. Und wenn du jetzt mal so überlegst, in welchem Land oder wo du warst, hast du, außer natürlich hier bei uns, exzellent gegessen, interessant gegessen. Also außer hier bei uns, habt ihr das gehört? Und zwar speziell hier. Hallo. Das möchte ich jetzt gerne nochmal vorwegschicken. Also muss sagen, das für mich absolut faszinierendste war Burma. Weil Burma hat eine Küche zwischen Indien und Thailand. Oh, lecker. Ja. Und das ist, also die essen sehr scharf, sehr frisch. Aber es schmeckt einfach irre. Das sind wirklich so viele Gewürze und alles Mögliche, was da unten ja auch wächst bei denen. Obwohl es so ein armes Land ist, aber die Küche ist einfach der Hammer. Und man muss auch mal sagen, liebe Zuschauer, in Deutschland haben wir mittlerweile auch eine exzellente Küche. Das muss man auch mal sagen. Nicht nur. Ja. Ich finde sowieso, dass wir mittlerweile die Franzosen schon längst überholt haben, oder? Ich glaube, dass noch die breite Basis in Frankreich etwas anders ist wie bei uns, weil natürlich da gibt es viel mehr Restaurants, die also schon immer auf Tradition, auf Regionalität Wert gelegt haben. Aber wir sind auf einem guten Wege und ich glaube einfach, dass wir auch kapiert haben mittlerweile, dass wir sehr gute Produkte haben, dass wir darauf stolz sind, dass wir auch die Produkte bei uns sehr gut umsetzen können. Das muss man auch sagen. Ja? So. Ich werde es einmal in Mehl und dann in der Panade und dann rein in die Pfanne oder noch nicht? Ja, kleinen Moment. Aber sag mal, Patrick, du musst ja eine riesige Küche haben. Ne? Wenn ich überlege, deine Küche ist zwischen Burma und Thailand. Ja? Also meine ist zwischen Esszimmer und wo Küche. Ne? Also so, wo Schlafzimmer, das ist direkt um die Ecke alles. Ja, das macht's praktisch. Bei mir ist es halt ein bisschen komplizierter. Dafür kriege ich aber alles mit dem Nagel etwa hin. Ja. Das ist ein bisschen beleidigt. Ne? Aber wie? Es war trocken. Guck mal, ne? Etwas Ruhe, weil ich muss jetzt gerade in Österreich anrufen, in Wien. Ganz kurz. Muss ich panieren? Ach so, doch, jetzt, ja. Ja. Panieren heißt also erst hier rein, dann da rein. Oh, ja. Moment. Nee, pass auf. Brandl? Hier ist Johann Lafer von Lafer Lichterlecker, genau. Herzlich willkommen. Hallo. Ich weiß ja nicht, wie das heißt. Grüß Gott, was kann ich tun für Sie, Frau Brandl? Okay. Ich bin übrigens Horst Lecker. Johann, du musst reden. Ja, aber ich meine, was soll ich sagen? Wollen Sie was wissen von mir oder rufen Sie an? Ja, ich habe eine Frage. Und zwar, ich würde gerne wissen, welche Honigsorte sich am besten zum Kochen eignet. Bitte? Aha. Welche Honigsorte? Ja, was für eine Frage. Also zunächst mal finde ich, beim Honig ist wichtig der Grundgeschmack. Also wenn es etwas ist, was sehr zart im Geschmack ist, wie Geflügel zum Beispiel, nehme ich sehr gerne Akazienhonig, weil es sehr intensiv ist. Wenn es um Wild geht, dann nehme ich sehr gerne Kastanienhonig, weil er sehr intensiv schmeckt. Ansonsten finde ich, Honig im Allgemeinen hat den großen Vorteil, dass er wunderschöne Bräune gibt auf das Gargut. Und ich nehme also oft zum Abschmecken keinen Zucker, sondern ich nehme sehr gerne am Ende zum Verfeinen etwas Honig, weil der Honig hat für meine Begriffe einen sehr blumigen Geschmack. Das heißt, es gibt dem Essen noch ein richtig schönes Aroma. Der Johann isst übrigens kein Honig mehr, das ist so ein knallharter Typ, der kaut Bienen. Ich habe eine Angewohnheit. Frau Brandl. Ja? Frau Brandl, ich entschuldige mich bei Ihnen, dass ich so einen Mann an meiner Seite habe, aber ist nicht so schlimm. Nein, ich wollte nur sagen, ich habe persönlich eine Angewohnheit. Seit über 30 Jahren ist mein Prinzip jeden Morgen Tee mit Honig. Und ich kann Ihnen sagen, nicht nur zum Kochen, auch sonst für die Gesundheit ist Honig einzigartig. Wirklich. Super. Aber also Herr Lafer, Sie brauchen sich nicht entschuldigen, der Herr Lichter ist cool, der ist super. Danke, Schatz. Moment, Frau Brandl. Ja? Frau Brandl. Ja? Ich gebe Ihnen den coolen Mann mal, ja, bitte, Moment. Dankeschön. Hallo, mein Täubchen. Hallo, mein Sonnenschein. Oh. Übrigens mit dem Honig morgens, das hat nur Sinn, wenn man so aussehen möchte wie Johann.
Ja, also vorsichtig damit. Okay. Ich drück dich mal durchs Telefon, ja? Danke, ich drücke zurück. Dankeschön, bis bald, mein Schatz. Bis bald wieder. Süß, ne? Kriegst du eigentlich viele Angebote? Bitte? Kriegst du eigentlich viele Angebote so? Ich merke ja, wie begeistert die Frauen sind, wenn die mit dir reden. Halleluja. Ja, aber nur, wenn sie Hunger haben. Ja. Für abends wegzugehen, nehmen sie Johann. Ehrlich, ja? Für gut dann? Ja, oh, ist so. Oh. Wenn sie Hunger haben, dann holen sie mich. Ja, ich werde ja nur benutzt. Ja, es ist sehr schade, dass man so auf den Körper reduziert wird. Wenn du wüsstest, was Mama für ein Bild von mir abläuft, dann... Johann, die kenne ich doch. Du malst sie doch morgens immer alle auf. So, jetzt aber wieder ernst. Ne? Ja, aber gut. Wirklich. Du hast die sehr schön paniert. Toll. Ist das genug? Das kommt alles weg. Kann ich es auch essen? Genau. Jetzt tun wir das erstmal mixen hier. Alles, was wir da haben. Wir mixen jetzt die Gazpacho. Weißt du, was ich toll finde? Der Patrick arbeitet jetzt sogar mit einer Schere. Ja, klar. Guck mal, die beschneiden die Garnelen. Guck, wir haben jetzt hier das ganze Gemüse. Willst du auch eine Schere haben für die Birnen? Und zwar Paprika, Gurken, Knoblauch. Sag mal alles, was drin ist. Ja, und Tomaten noch dazu. Tomaten, dann haben wir drinnen hier etwas Geflügelbrühe. Oder Gemüsebrühe noch besser. Etwas Olivenöl. Und dann kommen rein Schalotten. Guck mal, er wird verwirrt. So. Jetzt Chili. Darfst du nämlich nicht aufhören zu rühren. Okay. Sonst wird das Rührei. Da muss noch ein Salz. Die drei Salz Eige im heißen Wasser. Ja. Rühren. Zucker. Salz kommt rein hier. So. Salz. So. Dann füge ich ganz langsam den einreduzierten Brot rein. Mix mir erstmal daraus eine schöne, klare, so eine kleine, klare, was heißt nicht, eine schöne, glatte Gazpacho. Schauen wir hier mal. So, schön rühren. Was ist das? Honig. Sonst wird das Ei Rührei. Das heißt, im heißen Wasser machen. Die Eigelb mit dem einreduzierten Rotwein. Schlagen, 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 schlagen. Schneller schlagen, schneller schlagen. Schlagen, schlagen. So. Sehr schön, sehr schön. Oh mein Gott. Ja, die Hände wechseln. Ich mache mal ganz kurz. So. Aber guck mal hier, super hast du das gemacht. Hast du ganz toll gemacht bis hierhin. Weil ruckzuck hat man Rührei. Ja. Und wie ich das mal so sage. Guck mal hier rein, also was die Brit hier fantastisch geschlagen hat. Einen wunderbaren Schaum. Sehr schön. Sieht aber wirklich lecker aus. Das wird auch lecker. Lecker, lecker. Das musst du jetzt noch weiter schlagen, bis es schön fest ist. Was soll ich denn weitermachen? Ja. Also ich hab Angst, dass ich was versemmel, ehrlich gesagt. Du versemmelst nichts. Soll ich lieber hier was rühren so lange? Da kannst du auch mal rühren. Du kannst auch über meinen Tisch mal wischen. Über deinen Tisch mal wischen? Ja. Meinst du es jetzt ernst? Ja. Ist das sauber machen in der Sendung? Sauber machen, ja. Okay. Lappen. Da drunter, Tücher. Dann die Petersilie ganz fein schneiden, die Nudeln abgießen. Ja. Nach den Frikadellen gucken, aus dem Backofen holen, in die Soße legen. Ja. So. So, und dann hätte ich gerne was zu trinken, ein Gläschen Champagner. Ja, sag mal, wo ist das eigentlich? So. So, also, und dann kannst du noch mal kurz Johann beleidigen und dann bist du durch. Also, ich muss eine Sache sagen, als früher noch Herr Biolek die Sendung gemacht hat, da haben die Gäste immer Weine getrunken. Deutsche Weine waren es, glaube ich. Ja, stimmt, aber die wussten auch nie, ob sie noch in der Küche stehen oder schon Feierabend haben. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Also, es ist eine Unsitte, dass das hier nicht stattfindet. So. Okay. Guck mal hier, deine Weinschaumcreme ist fantastisch geworden. Hab ich sehr gut geschlagen, oder? Hast du sehr schön geschlagen. Also wirklich, hast du ganz toll gemacht. Ja, finde ich ja immer noch ganz toll, oder? Ja. Muss ich hier irgendwas berücksichtigen, ohne die Fingerkuppe mit reinzuschneiden? Nee, aber ich zeig dir nachher mal, wenn ich fertig bin mit deiner Creme, wie man richtig schneidet. So. Soll das sein? Der Patrick hat hier wunderschön die Kaisergranate, die Langostinos ausgelöst hier. Und zwar so, dass nur innen der Panzer rausgeschnitten ist. Nachher kann man also so mit dem Spieß, wenn man das geisst, dann kann man dann so das Schwänzchen hier rausziehen. Ja? Und die werden jetzt schön mariniert mit etwas Sojasauce. Dann kommt darüber etwas Ahorn.
Sesamöl. Johann, was hast du gerade gesagt? Das Schwänzchen wird mit dem Spieß rausgezogen? Herr Lafer. Horst, es ist immer noch eine Kochsendung, Entschuldigung. Da wollte ich dich gerade dran erinnern. Ja. Honig. So, darf ich dir mal kurz zeigen? Darf ich mal kurz sagen, ich habe ja vorhin in der Maske von dir erfahren, deine Frau oder Freundin ist nur 5 Tage oder 3 Tage älter als ich, ne? Oder? Meine Frau. Deine Frau? Und noch, du bist noch sehr verliebt, oder? Ich bin mehr als verliebt. Weil die sind so salzig, deine Nudeln. Das ist ein Hammer. Ich hab die gerade abgeschmeckt. Mir hat die Zunge aufgerollt. Und ich schlag ihr die Creme hier vom Feinsten, weißt du? Mal ehrlich jetzt, sie waren wirklich recht salzig, würde ich mit meinem Sachverstand. Ich bin in Johann verliebt, na und? So, haut die mich hier in die Pfanne, du, ich geh kaputt. So. Und Johann, sind die nicht lecker? Oder habe ich mich jetzt verpackt? Also, wie heißt die Werbung? Johann, wenn du jetzt was Falsches sagst, gehen wir nach Brit in die Talkshow, das sag ich dir. Wie heißt es bei den Medikamenten? Für Risiken und Nebenwirkungen übernehmen wir keine Garantie. Also fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Apotheker, genau. Also wenn Sie eine Nudel gegessen haben, liebe Zuschauer, dann haben Sie den Salzbedarf für den ganzen Tag gedeckt. Ja, also. Jetzt musst du ehrlich sein, Horst. Jetzt musst du ehrlich sein, es stimmt, ja? Es tut mir auch total leid. Es ist wirklich so, die sind so salzig. Das macht der extra. Ach so, okay, verstehe. Gib mir einen Pott Salz ins Wasser. Johann, das war nicht nett von dir. Ich habe dein Essen noch nie kaputt gemacht. Aber ist ein bisschen salzig, oder? Nee, die sind nicht ein bisschen salzig, das ist Salzgebäck. Ein bisschen. Aber das zeigt ja, wie viel Verliebtheit noch in dir steckt. Und das finde ich toll. In mir tobt das lodernde Feuer der Liebe. Das spürt man. Ja. Ja. Und willst du noch mal über die Petersilie meckern hier, oder was? So. Horst, schaust du mal bitte auf die Petersilie, die sieht doch gut aus. Feiner hacken. Bitte? Obwohl, die ist jetzt fertig. Also ich muss sagen, Patrick, es macht richtig Spaß, mit dir zu kochen. Wirklich. Schleimer. Schau her, jetzt kann man das mal zeigen. Das musst du mal sehen. Sowas kann kein Profikoch schöner, eleganter, besser machen. Ich bin stolz auf dich, wirklich. Also, wunderschön. Ich danke dir. Schau her. Sehr schön mariniert. Und ich durfte jetzt schön in der Pfanne mit Olivenöl schön zart braten, mit der Panzerseite nach unten, gell? Dass sie schön saftig sind. Mhm. Ich mache die Soße fertig. Ich habe jetzt hier die Pfefferkörner, tue ich dazu Petersilie, die habe ich kurz im Kochen und Wasser überbrüht und habe jetzt hier im kalten Wasser abgeschreckt, damit die Farbe grün wird, ja? Mhm. Denn so bekomme ich eine schöne grüne Pfeffersoße. Und jetzt mixe ich das Ganze. Weißt du, warum der Lafer sich so einschleimt bei dem Fichte? Nee, nee. Weil er weiß, dass der Herr Fichte den großen Lafer zu Hause hat. Ja, das stimmt. Ja, das Riesenbuch vom Herrn Lafer. Okay. Liegt bei ihm am Tisch. Ehrlich jetzt, ja? Ja. Ich meine, ich hab's auch, aber am Nachtkonsul. Tut's tatsächlich. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie so richtig nach Kochbuch gekocht. Neulich so das erste Mal. Es ist ja doch leichter, wenn man irgendwie einen Leitfaden hat, ne? Stimmt. Also, Johann liest mir auch jede Nacht vor aus dem großen Lafer. Ja, aus dem großen Lafer. Gibt es denn auch die großen Lichter? Jeden Abend eine Geschichte zum schnell Einschlafen. Verstehe. Ja? Am liebsten höre ich das Schnitzel. Was? Sagst du mir Bescheid, wenn ich die umdrehen soll? Ich bin beim Braten nicht so gut. So. Ja. Sag mal, Patrick. Umdrehen, Butter rein. Du spielst ja bei Soko wieder mit, ne? Da habe ich jetzt gerade gedreht, ja. Sag mal, wir haben ja schon ein paar hier gehabt, die da mitspielen. Spielst du da auch wieder eine Wasserleiche wie die anderen? Ja, echt? Jeden, den wir hier hatten, spielt eine Wasserleiche, ne? Ja? Ja. Nein, diesmal durfte ich, du wirst dich wundern, der Mörder sein. Du bist der Mörder? Ja. Nee. Ja, dieses Mal schon. Wobei mir das Fremdfach nicht so fremd ist, weil in meiner Theaterzeit habe ich sehr oft die Bösen gespielt. Aber im Fernsehen eben so gut wie nie. Das passt aber auch nicht zu dir, finde ich. Nee, das Witzige war auch, dass ich meiner Lieblingsredakteurin vom ZDF Sonntagabend, habe ich davon erzählt und die sagte nur, oh Gott, mir wird schwarz vor Augen. So, pass auf. Die ist da drauf. Ja? Anmachen, schön mit Salz, Pfeffer, Olivenöl. Dann kannst du anrichten gehen, gell?
So, ich hole jetzt meinen Fisch raus. Macht das hier dick, was wir hier machen? Das macht nicht dick. Nein, du schwitzt ja dabei. Ich meine das Essen. Ach, du meinst, wenn man das isst? Ja. Nein, 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 das kann nicht dick machen. Nein, 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 nein. Danke. Übrigens, deine Rotweincreme ist fantastisch geworden, wenn ich dir mal zeigen darf. Ja. Weil das hat Britt fantastisch gemacht. Geschlagen. Sie hat die nämlich wunderbar heiß aufgeschlagen. Und dann hast du das Richtige gemacht. Man muss danach die Rotweincreme kalt weiterschlagen, weil sonst würde sie gerinnen. Das wusste ich doch direkt. Ja klar, deswegen hast du es ja getan. Genau. So. Darf ich das hier hinstellen oder geht es kaputt? Das darfst du da hinstellen, ja. Was machen wir jetzt mit den Nudeln? Was? Du siehst dir gerade den Fenkel an. Der Fenkel hat eine schöne karamellisierte Farbe. Den Sudom drüber. Sehr ehrlich, die Nudeln sind nicht mehr salzig, ne? Ja, gut, ehrlich. So. Ja. Wie lange machst du das? Gar nichts. Das Wasser ist nur salzig. Ja? Schön, genau. Schön, dass du dann aufgießen wird. Das ist interessant, weil sie war wirklich deutlich salzig. Nein, man kocht Nudeln ja in sehr salzigem Wasser. Das heißt aber nicht, dass die Nudel danach auch so salzig ist. Also sie ist jetzt nicht mehr nicht salzig, aber sie ist nicht mehr so salzig wie vorher. Okay, aber nein, so war es doch nicht gemeint. So, jetzt kurz mal. Was darf vielleicht ich tun? Zuschauen, liebe Zuschauer, jetzt kommt die Haut runter vom Fisch. Der kommt jetzt aus dem Ofen. Und erstmal muss ich jetzt die Haut abziehen. Was? Johann zieht die Haut ab. Die Haut ist natürlich jetzt nicht kross, weil hier am Ofen so gegart ist. Siehst du, das ist dann lapprig, die wird keiner mitessen. Stimmt, da kannst du auch ein paar Schuhe von machen. Schön abziehen. Soll hier. Ich das machen? So, was du machen kannst. Du kannst jetzt anrichten. Kommt der wichtigste Moment gleich. Anrichten. Jetzt müssen wir gucken, ob der Fisch auch wirklich gar ist. Und zwar tun wir jetzt hier reinstechen, so. Mit dem Löffel. Und dann muss ich das Filet so schön zart von der Grete lösen. Was wird? Mensch, das geht aber schön zart von der Grete, Johann. Ah, wunderbar. Guck mal hin. Der Fisch ist total saftig, total perfekt. Vier Teller soll ich machen? Bitte? Vier Teller soll ich machen? Nee, ein oder zwei Teller reicht. Aha, okay. So. Ich habe mir nichts mehr zum Anrichten. Und guck mal hier, meine Nudeln jetzt in Butter geschwenkt. Dann habe ich ein kleines Pesto gemacht aus Limettensaft, Petersilie und ein bisschen Öl. Schwenke die noch mal schön an. Und wenn du sie dann gleich probierst, wirst du feststellen, da ist Salz exakt in der richtigen Menge dran. Oh mein Gott. Ist es? Ja. Jetzt probiere ich noch mal mein Zigeunersößchen von den Frikadellchen. Boah, der Fisch ist ein Traum. Leute, ich kann euch sagen, das ist echt Gaumensex, wirklich. Wie hättest du denn gerne die Rotweincreme hier drauf? Einfach rauf, oder? Du bist doch ein Mädchen. Ja, man sagt das so, ja. Ein Mädchen kann schön. So, es macht den Teller mal so schön, dass du sagen würdest, mein Gott, ist das schön. Okay. So, wir machen jetzt auf den Fisch oben drüber erstmal etwas Olivenöl. Ganz zart. Ganz zart. Ja. Dann muss der Fisch jetzt erst gewürzt werden, und zwar zuerst mit Salz. Ganz zart. Und dann kommt drüber auch etwas Pfeffer. Da hinten habe ich noch ein paar Orangenfilets draufgegeben, ja, also als Beigabe. Meine Damen und Herren, man darf das nicht in der Reihenfolge verwechseln. Das muss genau in dieser jetzt Reihenfolge. Jetzt kommt darüber diese grüne, schöne, leichte Pfeffersoße hier. Die muss ganz zum Schluss oben drüber, sonst ist alles kaputt. Alles kaputt. So, und dann sehen wir jetzt hier, guck mal, da oben kommt jetzt rein Olivenöl bei deiner Suppe, bei der Gazpacho. So, Olivenöl ganz leicht drauf. Und dann zwei so Spießchen oben so drüber legen. Siehst du so, eins und noch ein zweites. Und jetzt
haben wir hier ein tolles Basilikum. Machst oben noch so ein schönes Sträußchen Basilikum drauf. Guck mal da. Und dann kann ich dir sagen, Patrick, ich bin sehr begeistert, wirklich. Und jetzt sind wir Gott sei Dank mal wieder bei mir. Wenn ich das mal wieder zeigen durfte. Die Nüdelchen schön mit einem Zitronenpesto mit Petersilie angeschwenkt in Bütterchen. Die Frikadellchen schön in dem Paprikasößchen. Und dann möchte ich doch mal wissen, wer da nachher mehr Appetit hat. Ne? So. Oh. Aha. Aha. Und das machst du, das ist jetzt hübsch. Ja, nein, hier. Das wird noch viel schöner. Warte. Aha. Naja. Gut, schön ist ja auch relativ. Nein, das ist es ja gar nicht. So, pass auf, da die Rotweincreme so lecker ist. Und guck mal, wie schön die steht. Also, da bin ich ganz stolz drauf, wie du die gemacht hast. Also, ganz stolz. Lecker. Ja? Machen wir jetzt noch was anderes. Weil bei der Rotweincreme, da ist so einreduziert, der Rotwein. Mmh. Oh, ist das gemein. Alter Schwede, ist das lecker. Oh, und das ist ja toll. Ich würde das auch gerne mal probieren. Du darfst das gleich probieren. Lecker. So, die Birne tun wir so rein jetzt. Also. So. Bitte schön, liebe Britt. Es war ein großes Vergnügen. Mir auch. Ich habe viel gelernt. Moment. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich mit meinem Johann mal zu dir kommen kann. Ja, genau, wir kommen mal. Wir sprechen unsere Eheprobleme, ja? Genau. Weißt, warte mal, ich möchte es mal probieren, ja? Ja, probier doch mal da. Ich probiere mal deinen Fisch. So. Ja, Patrick, fällt dir was auf, sag mal? Moment. Wir kriegen gar nichts ab. Wir waren hier zum Arbeiten. Verdammt. Trink doch schon was. Komm, wir trinken erst mal was. Oh, das ist aber lecker. Ja. Prost, ne, Schatz? Ja, Prost. Ja, warte. Sehr zum Wohl. Zum Fall sein. Und ist lecker, ne, Johann? Also, liebe Zuschauer, bitte. Wenn Sie wissen wollen, wie die Frikadellen geschmeckt haben, das verrate ich nächstes Jahr zu Weihnachten. Oh nein!